Boah, boah, so ein Toast tut schon gut. Boah, spielst du Spiele beim PC? Ganz selten mal, Gummikasper. So, wo waren wir? Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich doch alles schon gemacht, ne? Warum bin ich denn jetzt überhaupt zurückgegangen? Ach, weil ich nicht über die Brücke konnte. Da musste ich noch irgendwelche Sachen machen. Ich glaube, ich muss hier hoch, danke, zu den 4-Sterne-Leveln. Oh Gott, danke, Fumblewood. Hey. Jürgen S. Danke für den dritten Monat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich das nicht gemacht? Hä, Moment, habe ich das Level nicht gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich war doch hier. Oder nicht? Ja, ich bin doch hier zum Palace gekommen. Ja, auf jeden Fall. Hä? Was muss ich denn machen? Weiß das einer? Hier war ich noch nicht, ne? Ja. Gehen wir mal hier hin. What? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, Spin Jump. Ne, hier war ich noch nicht. Die Brücke wurde doch gebaut. Ich muss noch mal gucken. Oder habe ich den P-Switch gemacht, den Palace, und danach wusste ich, musste ich zur Brücke gehen, aber ich habe es nicht mehr gemacht. Das kann halt auch sein. Moment. Ups, zack, Platz machen. Ah, da brauche ich. Hä? Aber ich konnte mich doch gerade nicht ducken, oder? Ja, das Level ist auch wirklich geil. Ich finde die Shell auch irgendwie abgefahren hier. Mega nice. Alter, wie gut. Spidey Crack, dankeschön. Alter, das ist ja mega. Saugeiles Level. Ah, okay. Ah, Mist, ich vergesse immer, dass der nicht zurückkommt. Ich sehe den Block nur, aber der geht ja durch. Der Monster, danke für den vierten Monat. Schon wieder. Ich denke, der kommt zurück. Schon wieder. Dreimal hintereinander. Wie kann das sein? Okay, okay, der ist fies, der Jump, der letzte. Es ist wahrscheinlich der letzte. Das sieht so nach Ziel aus. Furchtbar, finde ich. Also, ich finde es furchtbar, wie das einfach... Wisst ihr, was ich meine? Wenn das so... Das Level ist ja simpel und cool. Warum ist dann gerade so der letzte Sprung so assi? Ich meine, was meint ihr, wie vielen Leuten es geht, die hier... nicht mal so gut durchkommen wie ich jetzt und dann am Ende einfach nur kotzen und dann hier immer noch sterben und so. Ich finde, das passt nicht. Leck mir am Arsch. Also, der letzte Sprung ist widerlich. Er passt nicht in den Schwierigkeitsgrad, meiner Meinung nach. Buh. Oh, wie viele Sterne hat denn das? Oh, geile Mucke. Okay, die Musik ist geil. Ja, natürlich ist es Mega Man. Ist halt gute Musik, also ist es Mega Man. Ich
Ich muss ja nach links machen den Shell Jump. Hä? Ich hab nicht losgelassen, hallo? Ja, ich bin gerade, also... Mein Gehirn spielt nicht richtig mit. Ich weiß nicht, der Fokus ist nicht da und er kommt auch nicht. Gar keine Konzentration. Einfach nach vorne. Man hat, es ist halt nach dem Mancha ist halt so wenig Platz unten noch auf der Line. Die ist so kurz. Das macht so eklig. Was will es mit uns sagen? Könnt jetzt hier auch noch warten, wie so ein Plepp, ne? Jo. Ja, kann man machen. Meiner Meinung nach wirklich sehr schlecht platziert, der Koopa. Oder man soll hier warten. Aber das finde ich halt auch irgendwie seltsam. Also wenn man wieder zurück auf die Plattform soll, dann passt's, aber... Nein, was mache ich? Oh. Aber eigentlich finde ich das Level geil, muss ich sagen. Wenn man einmal geschnallt hat, wie es funktioniert, ist es sehr, sehr gut zu spielen. Boah, du Arschloch! Boah! Mann! Easy. Nautilus Tomp. Cooles Level aber. Music Guardian of the Former Seas by DM Dokuro, ported by Greenie, level by Valkyrie, okay. Water blocks toggle water physics on off. Water blocks toggle water physics on or off. Mario means M means Mario interacts with it. S means sprite, so water skulls only hurt you in water. What the fuck? Das ist ja eine mega krasse Mechanik. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, aber wie soll ich da durch? Okay. Alles spoilern, was geht? Keine Ahnung, ich gehe aus dem Level raus. Was ist das für ein Müll? Es ist zu viel gewollt, leider. Wir versuchen mal über die Brücke zu gehen. I don't need it. Aber war das überhaupt der richtige Weg? Ja, ich habe die Mechanik. Die Mechanik habe ich verstanden. Die Blöcke triggern, machen die Schwimmmechanik an oder aus. Das ist mir schon klar.
Und das S kann von Sprites aktiviert werden und die M durch mein Spieler-Model. Moment, hier war ich doch schon, ne? Ja, das habe ich doch schon. Der komplizierte Wasserlevel ist genau das, was ich nicht will. Achso. Ah, jetzt ist die Brücke da. Wann ist denn die gekommen? Bei dem P-Switch? Oh mein Gott. Rope Trick, Trakan. Oh Gott, Trakan, er hat dieses Semi-Wasser-Level gemacht bei Tibio. Nicht. Was bin ich da? Oh! Hä? Das gefällt mir. Das gefällt mir leider. Und die Mucke geht auch ab. Ach, ich Idiot. Super nice, dass man nach unten drückt. Und dann, also es klappt halt mega, diese Rope-Mechanik. Nein. Kreise. Nur an einem Level. Ah, nice. Boah, das ist ja auch Hammer. Also ich glaube, diesen Hack hier zu Speedrun, der wäre schon sehr cool für einen Speedrun. Weil er einfach mega aussieht. Und so viele coole Mechaniken drin sind. Ja, wirklich. Ja, ja, genau, Perry. Okay. Ach so, ich kann ja so machen. Boah, der Shell Jump ist schon assi hier. Obwohl, brauche ich den? Moment, brauche ich den überhaupt? Nee, ist doch Quatsch, oder? Muss ich nicht so da ran einfach? Was ist das? What? Alter, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße! Warum bin ich da immer zu weit rechts? Abgefahren, also das Level ist ja geisteskrank. Was meint ihr, wie geil das aussieht, wenn das an einem Stück durchgespielt wird? Richtig schickes Level. Wie soll ich denn da drauf? Jetzt mal ernsthaft. Also da ist wieder, der Sprung ist schon wieder so außerhalb des Schwierigkeitsgrads. Ich meine, die Shell ist ja jetzt auch nicht langsam an der Stelle. Junge, es...
Ja, das ist so ein blaues Rope. Da kann ich nicht. Da kann ich nur drauf. Also ich finde wieder leider mit dem letzten Sprung. So, wie geil. Es wäre doch viel geiler, wenn man es jetzt easy gemacht hätte irgendwie. Es wäre anspruchsvoll gewesen. Das ist viel zu knapp alles. Junge, das ist super assi. Mich regt es so auf. Das macht das Level leider so frustig für mich, weil es alles an einem Sprung liegt. Das Level hatte so einen geilen Flow, man ist so gut durchgekommen. Und dann kommt am Ende einfach so ein... Einfach ein bisschen zu viel gewollt einfach. Es passt halt null. Und dann kommt irgendwann der Frust und dann findet man das Level nicht mehr gut. Ich verstehe nicht, warum man am Ende immer so eine krasse Challenge einbauen muss. Was soll das? Also das macht man einfach so nicht, finde ich. Das ist super scheiße. So einen krassen Move nach dem ganzen Müll, den man vorher macht. Ich verstehe das nicht. Das ist so kack Level-Design. Und der Rest ist doch so super. Ich rede nur von dieser Stelle am Ende. Ich verstehe das nicht. Next. Oh, ein Häuschen. Overgrowth Egg Roots hat es gebaut. Oh, ich dachte, da könnte ich mich festhalten. Get to the goal without dying. Oops, you failed. Sehr nice. Soll ich denn da... Ich versteh's gar nicht. Wenn ich den so mache, den Kick, dann habe ich ja gar keine Wahl, später dann auf dem Ding zu landen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich da vorbeikomme. So ist auf jeden Fall nicht richtig. Ich kann nicht mit so einem Shell-Kick darüber. Was soll ich sonst machen, ne? Ach so, links an den Spikes. Ja. Aber wieso komme ich denn da nicht runter, ey? Das ist natürlich mega bitter. Warum komme ich da nicht durch? Uff, Alter, das ist auf jeden Fall härtestes Level bis jetzt, würde ich sagen, mit dem Start. Das ist ja krank. Uiuiui. Wie viele Sterne hatte das? 3? Ja, ist halt natürlich super subjektiv. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Jesus! Kann ich den von der anderen Seite machen irgendwie? Nee, dann ist er ja weg. Also ich finde es super, super schlecht. Das ist ja schlecht. Also der Drop da ist einfach total mega kacke platziert. Also das ist halt ultra schlecht. Aber jetzt passt es, ne? Das ist halt bescheuert. Also, ich mache halt dreimal exakt das gleiche. Warum? Das sind doch Leute, die Level bauen können. Das ist doch jetzt wirklich sehr, sehr offensichtlich, dass das hier eine Kackstelle ist. Alter, Checkpoint, danke. Also... Achso, ne, daneben. Ich weiß auch gar nicht, was Hintergrund ist und was nicht. Nee, schlecht heißt nicht schwer. Ach, das ist schlecht heißt nicht schwer, sondern komisch zu spielen heißt schon schlecht. Eieiei. Und das hier, was soll das? Das ist so trollig. Dieke! Junge, 20 Subs, Alter! Dankeschön, ey, 20 Dinger rausgezimmert. Alter Schwede, danke, Mann. Nein, falsch. Von Subs hast du die Möglichkeit, Emotes zu benutzen, meine. Du hast das Badge vor deinem Namen. Und in erster Linie hast du keine Werbung mehr hier auf dem Kanal. Ist, glaube ich, schon für viele ziemlich nice.
Ach, warum? Ich denke immer die rechte Wand. Das regt mich so auf. Hasengeist, danke für dein Subgeschenk. Danke sehr. Ich schalte nie Werbung. Das kommt ja dazu. Ich habe in den letzten Jahren niemals Werbung geschaltet. Aber ihr habt ja von Twitch aus automatisch manchmal Werbung. Am Anfang oder am Ende. Oder so. Am Anfang eher. Ich habe noch nie auf den Werbeknopf gedrückt.